Es braucht sicher Durchhaltewillen, es braucht auch einen gewissen inneren Antrieb, so etwas überhaupt umzusetzen. In der Psychologie unterscheidet man drei Grundbedürfnisse und man wird bei jedem Bedürfnis fündig, ob es so eine mögliche Ursache können sein. Es gibt das Motiv nach Macht, das heißt, etwas zu bewältigen, auch ins Zentrum zu stehen, dank dem vielleicht. Das ist sicher ein möglicher Ursprung. Kann aber auch das Bedürfnis sein nach Leistung, nach Anerkennung, also sich ständig verbessern bis zu einer gewissen Perfektion auch. Aber es kann auch ganz einfach sein, das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit mit anderen Leuten, etwas unternehmen, Familie. Das ist gut möglich, dass das auch ein Anlass ist für eine Athletin, so etwas zu machen. Und nicht zu vergessen, die Freude an der Tätigkeit. Vielleicht ist es auch einfach, weil die Person sich gern bewegt. Ich bin überzeugt, dass das jeder kann. Aber ich bin überzeugt, dass nicht jeder bereit ist, den Preis zu zahlen. Und das ist dann das, was sich unterscheidet von der jungen Frau, die du da darstellst. Ich denke mir, sie ist bereit, vieles zu verzichten, ihre ganze Tagesstruktur im Sport unterzulegen, ihr Privatleben so zurückzunehmen, dass der Sport immer Priorität 1 hat. Und da glaube ich einfach, unterscheidet sich. Da sind einfach ganz wenig Menschen über eine längere Zeit von ihrem Leben bereit, so viel in Kauf zu nehmen. Es sind Stunden, wo sie einfach unterwegs ist.